Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zum Schluss dieser Debatte noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir, glaube ich, mit diesem Thema der Einlagensicherung einen wichtigen Beitrag leisten zur Stabilisierung des Finanzsystems und des Finanzsektors, aber natürlich auch dazu, dass die Menschen, die ihr Geld zur Bank bringen, dieses wirklich sicher haben. Das braucht aber auch mehrere Gebote der Fairness. Eines, was uns als Sozialdemokraten wichtig war, ist, dass dieses wirklich sicher ist in allen Instituten, in allen Bereichen und dass dabei beachtet wird, dass insbesondere die Sparkassen und Genossenschaftsbanken schon eine eigene Institutssicherung in Deutschland haben. Das zeichnet uns aus gegenüber vielen anderen Ländern. Darum war es uns als Sozialdemokraten wichtig, dass wir hier auch die besondere und richtige Behandlung und faire Behandlung dieser Institute haben. Ich will, weil hier ja die meisten Punkte ausgeführt worden sind, gerne sagen, dass wir eine Reihe weiterer Aufgaben haben werden, um dieses Ziel der Stabilität des Finanzsektors zu gewährleisten und die uns auch vorgenommen haben in der Koalition. Ich will als ersten Punkt ansprechen, dass es einfach notwendig ist, dafür zu sorgen, dass die Gelder, die die Menschen zu den Banken bringen und auf die Sparkassen und Banken bringen, nicht einfach mit großen Gefahren verwendet werden für Geschäfte, die riskant sind. Darum sind wir sehr dafür, dass das Investmentgeschäft und das Einlagengeschäft, das normale Geschäftskundengeschäft getrennt wird und haben deshalb, und das halte ich für einen wichtigen Schritt, auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass entsprechend der europäischen Vorgaben, und zwar der weitergehenden mit dem finnischen Zentralbankchef Liikanen, eine Umsetzung gemacht wird, die wirklich zu einer Trennung führt und auch damit Sicherheit schafft. Auch das ist uns ein wichtiges Anliegen. Und auch das ist hier in einigen Reden angesprochen worden, darum will ich sagen, dem entsprechen wir sehr. Wir haben immer noch viele Menschen in diesem Land, die kein Konto haben und keinen Zugang zu Konten haben. Auch deshalb haben wir vereinbart, es muss Girokonten für jedermann geben. Das werden wir bald hier im Hause diskutieren und debattieren. Auch das ist ein wichtiger Bereich im Zusammenhang der Stabilisierung des Finanzsektors. Und lassen Sie mich als allerletztes sagen, auch in dem Ausblick, was wir vorhaben und was wir zu tun haben. Die Finanzkrise hat den Steuerzahler viel Geld gekostet. Die Finanzkrise war eine Belastung und hat Risiken hervorgerufen, auch deshalb, weil immer wieder Geld spekulativ verwendet wird. Das wird man nicht einfach abstellen können, aber man hat Instrumente und Mittel. Eines ist, dass wir zu einer Besteuerung von Aktivitäten kommen, dass die Finanztransaktionssteuer in Deutschland und in Europa kommt. Sie wird dafür sorgen, dass Spekulatives reduziert wird. Ich bin ganz optimistisch. Wir haben das im Koalitionsvertrag. Uns Sozialdemokraten war das immer eine Herzensangelegenheit. Die Meldungen der letzten Tage sagen, dass wir weiterkommen. Die Finanztransaktionssteuer stabilisiert die Finanzmärkte und ist deshalb ein guter Partner der Einlagensicherung. Ich freue mich auf die Debatte und die Beratung im Bundestag und in den Ausschüssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/3786